Hallihallo, Hallöchen, willkommen wieder zurück bei Let's Play Pokémon Together mit der Ja. Isuna. Hey, hey! Hier ich! Und Hi! eurem. Hier! Hi, mit eurem Ray. Ich schlepper durch die Höhle durch ist. Ja, ich bin ganz stolz auf dich. Bist du gar nicht. Logisch bin ich stolz auf dich. Und bevor hier noch irgendein Pokémon von mir verreckt. Tonnenschutz einsetzen. Ja, das ist. Das ist so eine Sache, die wollte ich einfach mal machen. Meine Jüte, ich habe so viel verloren. Ich habe. Es fing an mit Bob und endete mit Squirrel. So, ich mag deine Pokémon aber auch nochmal heilen. Hey, cool, danke. So, man weiß ja nie, was in der Arena dann passieren wird. Aber. Aber hey, das Rauschen ist weg. Ich hab gesagt, zieh's Mikro mal ab. Ja, meine Jüt, ich. Aber was? Männer und Technik, ey, es ist so schlimm. Das ist immer so eine Sache, ne? Ja, und dann fangen wir an zu angeln. Ja, ich hab zwar noch Schutz drin, aber vielleicht krieg ich ja doch was. Ich glaube, das Angeln ist da vom Schutz. Ja. Oh, a bite, it got away. Was ist denn das? Aber es hat was gebissen. Ja. Du kannst das im Übrigen auf Select legen, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht, wie das geht. Weil ich nicht weiß, was bei welche Taste ist, du. Oh, das guckt man natürlich vorher. Ich hab doch schon ein bisschen. Oder auch nicht. Sag mal. Ja? Will das mich verarschen eigentlich? Nein. Also wir können jetzt gerne ein Part lang folgen. Angeln. Du willst ja nur, dass ich den Orden nicht mache, dass ich den Orden mache und dabei verrecke. Du hast Psycho-Pokémon, du hast bessere Chancen, also mach den scheiß Orden das jetzt. Das ist ja gerade das Interessante eigentlich, ne? Dass ich ständig so diesen Typ-Vorteil habe. Ja, aber meckern, was ich mir für Viecher fange. Was habe ich davon? Im Endeffekt nix. Ja, die werden dir im Nachhinein vom Vorteil sein. Sagst du jetzt. Ja, klar. Ich muss mal nebenbei einwerfen, ich finde das ja lustig in diesen Soul Silver und Heart Gold, dass die Viecher dir wie in Gelb hinterherrennen. Ich finde das ja irgendwie knuffig. Ja, stimmt. Also gelbe Edition war ja echt cool. Hatte sie ja auch gespielt. Ja, ich auch. Und echt putzig. Also ich warte nur drauf, bis ich hier einen Pikachu finde. Ich werde das sofort fangen. Also allein fürs Feeling, ja. Sag mal, willst du mich verarschen oder so? Ich wette, das liegt am Schutz, deswegen hauen die auch ständig ab. Dann lauf doch mal eine Runde. Hab ich jetzt. Meine Güte. Ja, mal nicht rum. Ja. Alter, wir angeln schon ganz gemütlich hier, du. Ich finde die Stelle hier auch echt... Ich finde das auch so chillig, das ist... Das ist direkt am Hafen auch noch, da sind bestimmt ganz viele Fische. Naja, also mach in aller Ruhe. Ist ja nur nicht so, als wenn du nur 15 Minuten Zeit hast. Ja, deswegen ja. Ey, das ist echt, das Angeln in Pokémon kann echt nervig sein. Fällt mir so auf. Nur so ein bisschen? Ich frag mich, was sie sich dabei gedacht haben. Oh, a bite. Sag mal. Sag mal, drückst du auch eine Taste? Wieso sollte ich eine Taste drücken? Drück mal A, wenn's heißt, dass es angebissen wird. Okay. Oh. Einfach mal so aus Just for Fun. Wenn ich weiß, was A ist. Y, zumindest bei mir. Okay. Muss man das echt machen? Probier's. A ist im Übrigen die Taste, mit der du die Angriffe auswählst. Ja, ja, gut. Ich sag's dir nur. So. Vielleicht bringt es ja was. Ja, man weiß ja nicht, ne? Alter, ich gehe gleich in die Pokémon-Arena, ohne mir ein Pokémon zu fangen. Das ist ja echt hier... Oh. Ja, es hat geklappt. Echt. Aber nein. Ein Vati! Ja, ein Elektro-Pokémon! Ein Elektro-Pokémon! Na dann schnapp's dir. Ach, das Level ist doch noch human. Ja, das Level ist echt... Das Schwächen wird jetzt nur lustig. Wieso Schwächen? Wir haben 18 Pokebälle. Und da steht ich. Alle zu verbrauchen. Ah. Hast du nichts, womit du das Vieh mal so schwächen kannst irgendwie? Oder ja, einschläfern? Hab ich, warte.
hat ja hier Giftstachel erlernt. Wow! Ja, ich würde es jetzt versuchen zu fangen. Also, ich habe ein Voltilam. Dann, was sind die nächsten? Ach nee, Vati war das andere, das war die Endstufe, oder? Ampharos war die Endstufe. Ampharos, nee, Vati war die zweite, genau. Genau. Lass mich nachdenken. Also parallel muss ich dazu sagen, ich habe jetzt mit einem Pokémon hier bei mir in Soul Silver gerade einen Visor gefangen. Ja? Nice. Hey, du hast ein Elektro-Pokémon. Yay, es bringt dir hier jetzt nicht viel, aber hey. Ja. Immerhin. Die Sache ist jetzt wieder mit den Spitznamen. Ein Elektro-Pokémon übrigens im Wasser, ne? Also, es ist männlich. Hey, du hast es nur vor mal Saufen gerettet. Ein Schaf. Ich. Nein. Ein wolliges Schaf. Ich hab meinen Namen gefunden. Echt? Ja. Schaffi! So. Das ist Hundefutter. Wird aber anders geschrieben. Schaffi, ich stehe auf mein Nutella. So. So, und jetzt hoffe ich, dass ich durch die ganzen Trainer durchkomme. Ich habe ja noch irgendwie fast 10 Minuten Zeit. Ja, dann mach immer mit der Ruhe. Ich meine, die Trainer sind ja auch nicht für nichts da. Die Sache, die mich verwirrt, ist Gift schwach gegen Kampf eigentlich? Oh, da fragst du mich jetzt was. Also da bin ich überfordert. Ich weiß es nicht. Weil ich habe Angst, dass mein Nidoran jetzt stirbt. Muss hier lang. Du wirst da zumindest keine wilden Pokémon finden. Hier lang. Dann geht's hier hoch. Da hast du schon den ersten Trainer gefunden. Scheiße, ich habe ein Problem. Das ist ein Doppelkampf und du hast eins von mir drin? Genau, das muss dann gleich wechseln. Okay. Mein Fehler. Kein Problem. Ich sehe das nicht so verbissen. Boah. Direkt Meditite hier dabei. Gut. Double Kick auf ihn und mein Problem ist jetzt, dass er Meditite ist, dass eventuell mein Nidoran gründlich. Mich wundert, dass der Nidoran die sich noch nicht entwickelt hat. Ich hab's ja gestoppt, damit es im LP gesehen werden kann. Warum greife ich. Ach so, Jupp. Gut, ist nicht sehr effektiv, genau so war das. Aber jetzt, oh Gott, dann. Alter, ich könnte deinen scheiß Kira töten. Ne? Mein scheiß Kira? Hast du nicht noch gesagt, du willst das Despotar haben? Jetzt, wo dein Toilet andere. Magst du es gegen Nö. Bob wechseln? Du hast wohl einen Knall. Ja, wenn's tot ist. So, okay, fight und. So. Ich habe einen Taubsi getötet. Nur mal so als. Du hast ein Taubsi getötet? Ja, auf Level 4. Geil. So, danke schön dafür. Gott, ey, ich stelle mich gerade an wie der letzte Horst. Genau. Vor allem, weil ich Kampf-Pokémon mit Kampfattacken angreife. Dazu sage ich jetzt nichts, das ist deine Sache. Ja. Ja. Weil ich nehme noch lieber Schnabel in Konfusion. Sehr schön. Immerhin habe ich dein Kira jetzt ein bisschen XP gegeben. Und yay, und wie viel hast du noch? Minuten? Ich habe noch 5. Hab den Fehler gemacht, dass ich hier rein muss und dann hier rechts. Dann direkt links. Oder auch nicht. Ich hätte. Ah genau, ich muss noch einen weiter nach oben. Das war die Sache. Ich muss noch eins weiter nach oben. Ja, naja, dann. Fang den Trainer, den hast du jetzt wenigstens gewechselt oder hast du wieder meinen Despot da vorne? Ach nee, ist kein Doppelkampf. Nein, ich habe ja mein Nidoran prinzipiell vorne. Okay.
Wow. Wow. Der war gut. Jupp. Alter, wir haben halt ganz viel Zeit zum Aufnehmen. Weißt du das eigentlich? Jupp, haben wir. Und jetzt geht's hier nämlich nach links und da ist der Arena-Leiter. Die Sache ist die, ob ich die Zeit nutze. Und nochmal. Tu es. Tu es. Nein. Tu es. Geh. Oh. Mann, ich habe keine Chance gegen den. Ich mache ihn ja gleich fertig. Och, meditier, Mensch. Da wechsle ich aber. Weil ich bin gegen Psycho schwach mit meinem Soran. Ja, na das sowieso. Und aber ich habe ein Psycho-Pokémon, das Geistattacken beherrscht. Das ist natürlich sehr geil. Ja. Und ich beeil mich gleich mal, damit ich doch den Arena-Leiter machen kann. Heil dich vorher. Deswegen habe ich jetzt auch noch vor. Ich hatte eigentlich nur gehofft, dass eventuell unser Nidoran irgendwie... Aber das kommt dann nach dem Arena-Leiter, nehme ich an. Vermutlich. Jupp. Die bessere Wahl wäre zwar am Anfang direkt... Nein! Falscher Weg. Doch noch Volltreffer. Aber jetzt hast du die Trainer, glaube ich, alle weg. Ja, kann gut sein. Wäre vermutlich ja, oder schaffe ich jetzt vermutlich noch. Und dann laufe ich direkt zum Arena-Leiter. Weil der wird jo. Kein Problem sein. Den machen wir da, ne? Den unterschätzen wir jetzt einfach mal. Ja, den aber. Arena-Leiter, was ist das schon, du? Was? Ja, genau. Also, was kann denn der schon? Das ist doch. Jupp, Level 21. Hey, Wahnsinn! Man glaubt es kaum. Stecher wird sich gleich entwickeln. Jetzt kommt die allererste Entwicklung in unserem LP. Oh, ja, naja, mein Despotar kann sich ja nicht mehr entwickeln. Das habt doch sowieso nicht. Du hast ja. Ich hab die volle Palette, ey. Und das Geile ist ja, jetzt ist Nidorino noch eine Ecke stärker. Ja. Es heißt trotzdem noch Stecher. Ja, Stecher evolved to Nidorino. Into. Yay! Und es heißt trotzdem noch Stecher. Mit gutem Grund. Ja, ja. Gut. Ja, ich gehe schon wieder. Hatten wir den schon? Ja, keine Ahnung, geh einfach raus. Ach nee, du wolltest... Ja. Teil dich vorher mit Portions oder so. Sicher? Gucken wir mal, wo sind wir hier eigentlich? Ach, da unten. News. Ach. Genau. So, sind bereit. Ja, dann fang ihn an und go, 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 gib ihm, gib ihm, gib ihm! Ja, jetzt los. Und wer fängt mit Meditier an? Ich habe ja doch ein bisschen Respekt vor dem. Ich könnte ja sagen, mit was er anfängt. Ich muss mich nur mal richtig an den Schreibtisch setzen und nicht die Füße halb auf den Tisch legen. Mit Macho, mit Machalo. Macholo. Ja. So, fängt gut an. Ja, das sieht gut aus. Der hat schon mal gesessen. So. So, er setzt Meditier ein. Ich setze Blasi ein. Blasi ist unser neues... Blasi! Yay! Blasi ist unser neues Bob. Blasi ist unser neues Bob, ja, okay. Ja, unser neues Bobby. Okay, setzt Spike Up ein. Das heißt was? Also seine Attacke wird stärker und seine Verteidigung wird stärker, aber das mit der Verteidigung interessiert mich relativ wenig, weil das eh eine Spezialattacke ist. Und er setzt nochmal ein, also kann es auch direkt egal sein. Bike Up ist im Übrigen, glaube ich, die, er setzt, ja, dankeschön. Langsam ist mir doch nicht egal. Weil, Alter. Er hat jetzt einen dreifachen Stack auf seiner Attacke, wenn er mich jetzt angreift, ne? Dann ist das eventuell etwas. Nein, nein. Das ist. Oh, das ist fies. Er hat, das ja, ist, gut, das er hat seinen Fokus verloren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Man kann die Mani ist vergiftet. Alter, es ist anscheinend doch eine.
physische Attacke. Und ich mache nur noch wenig Damage. Light Screen. Alter. Sag mal. Das Vieh ist eklig. Ja. Es flincht. Gut, das gefällt mir. Das ist gut, ja. Das ist aber sehr gut. Es kann trotzdem weitermachen. It's super effective. Ja. Und versucht immer wieder seine Fokus zu kriegen. Gut. Solange wie es das nur versucht und nicht angreift, ist doch alles okay. Ja, gut. Und jetzt das Pokémon, vor das ich auch Respekt habe. Makuhita. Weil ich bin mir unsicher, ja, was wir für eine Def haben mit dem Blasi. Weil Blasi sieht mir relativ schwach aus, was die Def angeht. Ach, er setzt Bulk ab ein. Damit kann ich jetzt leben. Denke auch, aber da wird gleich ein Trank kommen. Nein. Echt nicht? Nur eine... Na, eine Beere. Jupp. Die Sache ist ja die Spezial... Oh, Alter. Das war's. Sag ja, neues Bobby. Ja, aber das ist es mir. Ganz ehrlich, das mit den Orden, das passt schon. Ja, du holst noch im Nachhinein auf, ne? Ja, mal gucken. Ich hab einen viel größeren Platscher gemacht, als er erwartet hat. Was hat er sich denn gedacht? Was habe ich da gemacht? Ich habe ihn überflutet oder so, you spend me. Okay, yay. Yeah. Was? Und 1900 Poké-Dollar, du. Oh. Wir können Bälle kaufen. Ja. Ja. Brawly. Ist das nicht irgendein Dragon Ball GT oder so, so typisch? Ja, ich entsinne mich. Und jetzt alle Pokémon, die bis Level 30 und so weiter gehören auf uns. Und wir können jetzt Flash benutzen. Hey, doch. Und TM08 haben wir bekommen. Ich glaube, das ist das. Ich weiß es gar nicht. Bulk up, genau. Achso, also keine TM, die ich jetzt unbedingt sofort irgendjemandem beibringen muss. Also es erhöht Attacke und Defensive, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, das war's mit meinem Part. Genau, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt geht's weiter bei Iso, ne? Auf Wiedersehen, bye bye und tschüss. Ciao.